Wir haben was zu feiern. Seit einem Jahr bereisen wir den nord- und südamerikanischen Kontinent. Von der trockensten Wüste auf die höchsten Berge der Anden bis in den tropischen Regenwald hat uns Herr Lehmann tapfer gefahren. 365 Tage voller Erlebnisse und Abenteuer. In Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika waren wir überwältigt von der wilden Landschaft, endlosen Straßen und der Freiheit, die diese Länder bieten. Das waren wir aus Europa nicht gewöhnt. Die Nationalparks sind vielfältig. Offroad-Fahren ist fast überall erlaubt und freie Stellplätze an den herrlichsten Orten findet man leicht. Die Leidenschaft der Amerikaner für große Autos ist sowieso legendär. Weiter südlich lockte Mexiko mit seiner gesunden und leckeren Küche. Ein Traveler-Hotspot ist dabei die Baja California. Dort lernten wir viele Reisende kennen. Auf dem Festland beeindruckten uns die spektakulären Ruinen wie Tula, Teotihuacan und Palenque. Ein Essen der besonderen Art erlebten wir in Guatemala mit unserem Spanischlehrer Daniel, der ein echter Maya ist. Und in der einstigen Hauptstadt Antigua bummelten wir durch die Gassen im Kolonialstil. Die ärmsten Länder Zentralamerikas, Honduras und Nicaragua, sind touristisch noch wenig erschlossen. Und doch haben sie, vielleicht genau deswegen, einen großen Reiz für uns. Die Strände sind nicht überlaufen und auch im Urwald fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt. In Costa Rica, dem reichsten Land Zentralamerikas, erwarteten uns Wasserdurchfahrten, dichter Urwald und saftige Preise wie in Europa. Panama dagegen nahm uns mit auf eine Entdeckungsreise zu den Problemen der Ureinwohner, die hier so gut wie kein Mitspracherecht haben. Zeigte sich dann aber wieder von seiner schönen Seite auf den Karibikinseln Bocas del Toro. Und ehe wir uns versahen, hatten wir den Kontinent gewechselt und waren in Kolumbien mit seiner wunderschönen Kolonialstadt Cartagena. Und kurz darauf schon in den Ausläufern des längsten Gebirges der Welt, den Anden. Weiter südlich liegt Ecuador. Test, Test, 1, 2, 3. Hier ging es für uns und unseren Herrn Lehmann über staubige Pisten in Nationalparks, um Vulkane zu bestaunen. Und auch den ersten richtigen Höhepunkt konnten wir hier verzeichnen. 4800 Meter. In Peru mussten wir mit unserem ersten richtigen Motorproblem kämpfen. Doch trotzdem hielt das Land viele Überraschungen für uns bereit. Wie etwa die peruanische Küstenwüste oder ein paar Kilometer weiter die majestätischen Gipfel der Anden in der Cordillera Blanca. Von dort aus war es nur noch ein Katzensprung nach Bolivien mit seinem Eisenbahnfriedhof und auf den Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Erde. Und nun sind wir in Chile und nähern uns dem Ende der Welt, Feuerland. Und doch ist die Reise noch längst nicht vorbei. Ein neuer Kontinent wartet schon auf uns.